Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker Episode 3 Level 4 Spitzhackenarchäologie. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bin gespannt. Okay, sieht schon mal ziemlich einladend aus. Da könnte ich potenziell noch rein. Hier auch. So, was für mich ohne Spitzhacke. Okay, dann mache ich erstmal die hier kaputt. Nein, nein. Och, nö. Habe ich schon vermasselt. Aber ist das vielleicht eine Spitzhacke? Die öfters wieder auftaucht? Okay, ich glaube, ich starte nochmal neu. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich wusste nicht, dass da noch was ist. Habe ich komplett übersehen. Komm mal, du musst ein bisschen näher hier rankommen. Okay, das ist schon mal gut. Okay, das lief schon mal besser. Was? Das wird gespeichert? Das ist ja doch irgendwie lame. Wenn man es einsammelt und dann neu speichert, neu startet, dann ist das irgendwie lame. Nein, ich bin runtergeflogen. Ach Mensch. Da oben ist der Diamant. Gut, dann weiß ich aber schon mal, was hier nichts Wirkliches ist. Okay, komm her, ne? Das ist bestimmt eine Spitzhacke von mir. Nein, 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 Dankeschön. Boah, ich möchte gar nicht wissen, was der Secret ist. Ich glaube, das mache ich sogar offscreen. Ja, Arschgeil. Wieso? Da. Du musst machen. Aber irgendwo so ein Bonop. Ich hoffe, dass das Oh Gott, ich bin jetzt ein Diamant. Okay. Nein, nein, nein. Oh Mist. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. Hauptsache, ich habe alle Diamanten. Meine Placke zerstört. Okay. Das kriegen wir hin. Meine Blöcke zerstört. Okay. Das wird easy sein.
Das gehen wir hin. Das gehen wir locker hin. Und uns haben wir der wieder tot. Das kriegen wir hin. Nee. Ich denn dort? Ich muss doch was zerstören, oder nicht? Da ist noch ein Eingang, okay. Und dann muss ich ja nur noch den Hexetot suchen. Mache Pixel-Tots-Versteck auswendig und berühre ihn. Wäre ich ein Spieleentwickler, würde ich tatsächlich hier den Typ verstecken wollen. Einfach nur, weil es so diabolisch ist. Ich das jetzt ernsthaft neu machen, weil das Spiel das so nicht hinkriegt. Aber jetzt einmal, dass ich so noch dran kann irgendwie. Ja, so komme ich noch dran. Boah, ich dachte schon, ich müsste neu starten. Halleluja. So, dann ist das auch auf 100%. Wo bist du, Captain Todd? Ein der hohlen Bäume. Sind wir jetzt bei Toadettes Abschnitt gelandet. Ich könnte potenziell da runter und hier hoch. Ich gehe erstmal hier runter. Hier sind Münzen. Und da komme ich zum Diamant. Na komm schon, Toadette. Hier hoch. Das ist der zweite Diamant. Wie komme ich denn dort hin? Wenn ich da auf dem P-Switcher lande. Money, money, money. Regiert die Welt. Wo ist denn der zweite Diamant? Ach, da oben. Okay. Hier drauf. Uiuiui. Das kommt auch wieder runter. So, dann komme ich hier lang. Und das ist tatsächlich der zweite. Ich habe das Gefühl, dass da oben was ist. So versteckt. Deswegen gehe ich noch einmal hier. Ich komme so nicht runter, okay? Okay, und da komme ich auch zum Stern. Ich wüsste nicht, was hier jetzt das Secret sein soll. Warte, die Blume leuchtet so.
Hier ist auch nichts. Ich wüsste nicht, was hier das Secret sein soll. Oh, das war knapp. Ich habe alles abgesucht. Wir haben Pilz eingesammelt. Suchen wir erstmal nach Pot. Und machen erst das nächste Level. Und dann gucke ich, wo das geheime Goldpilz hier eingesammelt werden kann. Also das heißt, sind wir gut in der Zeit mit 3 Leveln. Wir haben mal 3x 10 Minuten. Leute, macht nicht so einen Krach. Ob ich dort hier irgendwo sehe. Nicht wirklich. Ich höre ihn auch nicht. Ungefähr finde ich ja so, wo der geheime Pilz ist. Meine, da oben könnte ich mir was vorstellen, aber da war ja nichts. Ja, du musst auch spielen. Da unten ist der. Habe ich dich schon mal gefunden. Kann ich schneller finden als ein geheimer Goldpilz. Ja, leuchtet auch. Also es muss irgendwas Verstecktes sein. Oh Gott, so nackt. Oh Gott, ist das, no, das ist ein bisschen zu da für mich. Vielleicht da oben. Das ist ja nur der Diamant. Hier auch nichts. Wie gesagt, das Problem fand ich hier so verdächtig, aber war ja nichts. So. Hier ist auch nichts. Und da war ich ja überall. Hier auch nichts. Ich ist doch auf der Seite. Und hier leuchtet nämlich auch nichts, das irgendwie auf einem geheimen Pilz. Du weißt genau, da komme ich gar nicht hin. Da komme ich nur so hin, das bringt mir auch nichts, weil hier ist ja auch nichts. Wenn ich immer gucke, bleibt das so lange oben.
nichts. Nur drum dreht sich das. Wo ist dieser blöde Goldblitz? Hier ist der blöde Goldblitz. Hab's gefunden. Haben wir es auch geschafft. Halleluja. Die Verstecke werden immer besser. Auf den Spuren der Pünktchen. Okay. Und wenn jetzt oben da irgendwas war, nicht das blöd. Lass mich raten, Aufgabe keine Platten zerstören. Aua, ihr Arschgeigen. Ihr blöden Fussis. Was ist mit der dritte? Der dritte Diamant einfach läuft. Ja. Ich will nach oben. Dankeschön. Dann folge den hier. Okay, so. Okay, da ist auch der erste Diamant. Da komme ich zum Stern. Diamant ist da. Okay. So. Hey, wenn ich nichts zerbrechen darf, dann muss ich das ja eh nochmal machen wegen Diamanten. Oh Mist. Wie komme ich denn da jetzt heile an? Okay. Ich folge euch jetzt einfach mal unauffällig. Ach Mensch, Leute, das ist nicht mehr spaßig. Komm ich zum blöden Stern? Nicht nötig. Okay, dann halt eben so. Nein, da komme ich auch nicht zum... Das ist nicht fair. Nee, sowas... Mach ernsthaft, Leute. Boah, sowas hasse ich. Nee, sowas macht keinen Spaß. Haben die Diamanten jetzt gespeichert? Eine Sekunde. So, da bin ich wieder.
zum Stern. Warte mal. Nein, Outmorn. Ich hasse es einfach. Oh, warte mal. Never mind. Doch, ich hasse es. Wie soll man das schaffen? Muss irgendwie dahin kommen. Oh, jetzt spielen die Katzen auch noch rum. Sorry für die Hintergrundgeräusche und ich hasse dieses Level einfach nur von ganzem Herz. Eskalation ist real. Folge dem Pünktchen, aber die Pünktchen bringen mich ja auch zum Stern. Mich nur. Was weiß ich wohin? Bring mich ja nicht dorthin, wo ich möchte. Ja doch. Never mind, ich bin einfach nur zu blöd. Keine Fliesen zerbrechen. Zuerst mache ich Münzen fest. Ich nehme Spitzhacke. Das ist definitiv ein neuer Rekord. So, dann nochmal, ohne Fliesen zerbrechen. Okay, hier den Twixetor zu finden, sollte eigentlich einfach werden. Und tschüss. Oh, yeah. Und dann nur noch den Pixel-Tot suchen und dann ist das Level schon wieder vorbei. Das Video vorbei. Also ich schaffe 3 Level in einem Part, das ist doch gut. Mit 100% Run. Kann ja eigentlich nur hier irgendwo sein. Ah, da läuft er ja schon. Das war ein einfacher Pixeltod. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Captain Todd Treasure Tracker mit Pekondore hinter Gittern. Bis dahin, tüdelü.